Herzlich willkommen zur E-Lecture zum Nachsehen, einem kurzen Online-Vortrag zum Mitnehmen und Konsumieren, wann Sie wollen und wo Sie wollen, sowie guter Kaffee in einem Pappbecher. Das Thema dieser E-Lecture ist Flipped Classroom. Stellen wir den Unterricht einfach auf den Kopf. Die Lernziele der kommenden Minuten sind folgende. Wir schauen uns mal an, was ist eigentlich Flipped Classroom, was bedeutet das? Welche Chancen und Möglichkeiten hat dieser Ansatz in sich? Und ich möchte ein bisschen von meinen Praxiseinblicken erzählen. Mein Name ist Stefan Schmidt, ich flippe schon seit einiger Zeit meinen kompletten Unterricht und ich möchte ein bisschen so die Chancen und Möglichkeiten, die ich erlebt habe, in meiner Praxis mit Ihnen teilen. Schauen wir uns mal die Ausgangslage an. So habe auch ich zu Beginn unterrichtet. Beim klassischen Unterricht, so wie ich ihn auch gemacht habe und vermutlich auch viele von Ihnen kennen, basiert im Unterricht der Input. Das bedeutet, die Wissensvermittlung ist der zentrale Punkt im Unterricht. Für die Auseinandersetzung, für die Übung bleibt dann meistens zu wenig Zeit, um das im Unterricht passieren zu lassen. Daher wird das in die Hausübung verlagert. Das heißt Nummer 1, Input in der Schule, Wissensvermittlung in der Schule, oftmals durch Lehrerinnen, Lehrer Vortrag und die Auseinandersetzung, Übung erfolgt dann zu Hause. Das Problem dabei ist, das ist eine Gleichschrittspädagogik. Das bedeutet, vollkommen egal, welche Begabungen, welche Vorerfahrungen, welche Probleme oder welche Chancen meine Schülerinnen und Schüler in sich tragen, ich als Lehrperson entscheide, in welchem Tempo hier unterrichtet wird. Es ist eine Gleichschrittspädagogik, die wir kennen vom Bundesheer, aber die vielleicht jetzt für die Bildung und für das Bildungssystem oder zumindest für den Unterricht, den wir machen wollen, vielleicht passt das nicht mehr so ganz. Das zweite Problem ist, dann, wenn Schülerinnen und Schüler jemanden brauchen, bei der Auseinandersetzung, bei der Übungsphase, wenn Fragen auftreten, dann sind sie alleine. Ein Lösungsansatz, der hier ein bisschen Schwung in die Sache bringen kann, der hier ein bisschen was umdrehen kann, ist Flipped Classroom. Flipped heißt ja spiegeln, das bedeutet, man dreht einfach ein bisschen etwas um. Und zwar, die Inputphase, die erfolgt jetzt zu Hause als Hausübung, im Vorfeld zum Unterricht. Das heißt, Turning Traditional Education on its Head. Das heißt, wir drehen einfach Hausübung und Inputphase um. Vor dem Unterricht, vor der Präsenzzeit, passiert der Input zu Hause alleine und das mit aktivem Lernmaterial, zum Beispiel mit Videos. Wir als Lehrpersonen wählen Videos aus, wir als Lehrpersonen erstellen Videos und geben den Schülerinnen und Schülern diese Videos mit und diese schauen sich die Videos zu Hause alleine an, am PC, am Smartphone oder sonst wo. Dafür haben wir dann in der Schule, Nummer 2, viel mehr Zeit, um sich mit dem Stoff zu beschäftigen, um zu üben, um sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben auch viel mehr Zeit für kollaborative Prozesse, wir haben viel mehr Zeit, um gemeinsam zu diskutieren, um zu üben. Das heißt, wir drehen diese beiden Dinge einfach um. Und das nennen wir Flipped Classroom. Es wird auch immer wieder im Inverted Classroom bezeichnet. Nochmal auf den ersten Teil hingeschaut. Ja, der Input erfolgt jetzt im eigenen Tempo. Die Lehrpersonen stellen das Lernmaterial, ein aktives Lernmaterial, zum Beispiel in Videoform, muss nicht sein. Oftmals werden aber Lernvideos in dieser Form angeboten, zur Verfügung. Das heißt, die Lernenden können so oft sie wollen und wann sie wollen, sich den Input holen. Und fürs Üben bleibt dann viel mehr Zeit innerhalb der Präsenzzeit im Unterricht. Das heißt, die Lehrpersonen, die Lehrkräfte sind da, wenn Schülerinnen und Schüler die Lehrpersonen brauchen, wenn sie Unterstützung brauchen. Und somit können wir das Lernen und die Lernenden ins Zentrum stellen und nicht nur den Stoff. Ich sehe daran eine Reihe an Vorteilen. Wir schaffen dadurch ein individualisiertes, personalisiertes Lernen. Das heißt, der Input erfolgt schon alleine zu Hause im eigenen Tempo. Und ich kann das viel passgenauer machen. Wir erweitern Raum und Zeit. Das bedeutet, wenn jemand länger braucht, hat er einfach mehr Zeit. Und er ist nicht nur an die Institution, an den Raum Schule gebunden. Er kann das auch zu Hause oder sie kann das auch zu Hause ansehen. Oder im Bus oder sonst wo im Park. Die gemeinsame Zeit, und das ist für mich der absolut genialste Vorteil, die gemeinsame Zeit im Präsenzunterricht wird jetzt ordentlich genutzt. Ich habe Zeit für die unterschiedlichsten Dinge, Üben, Auseinandersetzungen, Experimente, Diskussionen, weil der Input
erfolgt er schon eigenständig, zu Hause, alleine, im eigenen Tempo. Und das vierte ist, wir können die digitalen Medien passend einsetzen. Das bedeutet, viele Schülerinnen und Schüler haben ja digitale Medien, haben ja Devices, Smartphones, Tablets, Notebooks. Wir können diese jetzt auch nutzen als gewinnbringenden Begleiter der Lehrperson, der Lehrkraft und der Schülerin oder des Schülers. Es gibt eine Schule, und das ist meines Erachtens nach die einzige Schule, die wirklich zu 100% geflippt hat, nicht ausgeflippt, sondern den Unterricht geflippt, das ist die Clintondale High School in Detroit. Und die zeigen, dass dieser Wechsel hin zum Flipped Classroom oder zur Erweiterung dessen, zum Flipped Learning, auch einiges bewirkt. Man sieht, dass die Durchfallquoten in Englisch und Mathematik durch dieses Konzept enorm reduziert worden sind und es gibt auch weniger Disziplinierungsfälle. Vielleicht könnte man das bei uns mit Klassenbucheinträgen gleichsetzen. Natürlich ist mir schon bewusst, hier geht es nicht nur um das Umdrehen zwischen Hausübung und Schulübung, also Input- und Übungsphase, sondern die haben sich gemeinsam auf einen Weg der Praxisentwicklung gemacht. Aber offensichtlich war Flipped Classroom und das dahinterstehende Denkmodell, das heißt das Lernen ins Zentrum zu stellen, wunderbar geeignet, um hier einen Turnaround zu schaffen. Auch bei mir in meinem Unterricht kann man positive Wirkungen schon erkennen. Ich habe jetzt im Rahmen eines IMST-Modells auch erhoben, wie geht es denn den Schülerinnen und Schülern damit. 92% wollen weiterhin mit Flipped Classroom unterrichtet werden. Was braucht es jetzt dafür, dass du einen Flipped Classroom umsetzen kannst, dass sie einen Flipped Classroom machen können? Meines Erachtens noch einmal drei Grundbedingungen. Erstens, wir brauchen ein Mindestmaß an technischer Ausstattung in der Schule oder auch zu Hause. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler brauchen ein gewisses technisches Equipment, eine Infrastruktur. Nummer zwei, wir brauchen Smartphones, wir brauchen Tablets, wir brauchen Notebooks, vor allem, wenn wir die neuen Medien einsetzen wollen hier für Flipped Classroom. Das ist meistens schon gegeben. Aber wir brauchen auch die richtige Policy. Das bedeutet, wir müssen das auch erlauben im Schulhaus, in der Schule. Das heißt, einen adäquaten Umgang erlernen und erlauben. Und das Dritte ist, wir brauchen Lehrpersonen, die sich das auch zutrauen. Das heißt, Lehrpersonen, die sich auch zutrauen, mit neuen Medien, mit Smartphones, Tablets, Notebooks umzugehen. Diese drei Punkte sehe ich als wirklich entscheidend für das Gelingen von Flipped Classroom. Bei der Umsetzung gibt es eine Reihe an unterschiedlichen Fragen, die man sich stellen muss. Und glauben Sie mir, auch wenn Sie noch so genau nachdenken, es wird immer wieder Fragen geben, die im Nachhinein auftreten, wo Sie plötzlich merken, da brauchen Sie noch eine Anpassung. Was mache ich in den Stunden? Braucht man unbedingt Videos und so weiter und so fort? Diese Fragen, die werden Sie sich einfach stellen müssen im Vorfeld und auch immer wieder begleiten. Aber keine Sorge, Sie werden Antworten finden. Leider kann ich Ihnen kein Patentrezept geben, denn Bergmann und Sams, das sind die zwei Granden, wenn man so möchte, im Flipped Classroom-Bereich, haben Folgendes gesagt: There is no single strategy that works in every classroom, for every teacher and for each student. Das bedeutet, Sie müssen Ihren eigenen Flipped Classroom-Workflow finden und so werden Sie ein lernzentriertes, flippiges Klassenzimmer auch in irgendeiner Art und Weise umsetzen können und ich bin mir sicher, Sie sind davon genauso begeistert wie ich. Beim eigenen Workflow ist es sinnvoll, das mal zu unterteilen, wenn man startet. Und ich habe hier drei Punkte aufgeschrieben. Und so einfach wie das klingt, so ist es auch meines Erachtens noch. Nummer 1. Ich muss mir überlegen, wie bekomme ich nun den Input hin? Zum Beispiel mit Erklärvideos. Erstelle ich die selber oder suche ich die? Oder mache ich irgendwelche anderen Input-Angelegenheiten, das kann ja auch ein tolles Merkblatt sein, oder etwas Aktives, eine Survey, ein Quiz oder sonstiges. Also wie erzeuge ich den Input, woher nehme ich den Input? Zum Beispiel eben Erklärvideos. Nummer 2, wie übermittle ich das Ganze? Wo hoste ich das Ganze? Wo stelle ich denn das Ganze zur Verfügung? Und Nummer 3, was mache ich jetzt mit der Zeit, die überbleibt, in der Präsenzphase? Kleiner Tipp vorweg zu Nummer 1, bei den Erklärvideos empfehle ich Folgendes. Überlegen Sie, welche Begleitaufgaben die Schülerinnen und Schüler hier zu erfüllen haben, denn wenn die nur ein Video ansehen sollen, ist das meistens zu wenig. So viel verrate ich schon. Zu meinem Flipped Classroom. Wie mache ich das? Ich unterrichte an einer Handelsakademie, Handelsschule in Wien.
Bei mir ist das wie folgt: Der Input geschieht wahlweise zu Hause oder im Unterricht, wie es gerade passt, aber im eigenen Tempo der Schülerin, des Schülers. Ich produziere Screencasts in der Regel selbst, das bedeutet, ich zeichne den Bildschirm auf und erkläre etwas. Ich hoste das Material auf YouTube, weil das kann man mit jedem Device wunderbar sehen und der Player funktioniert auch. Und im Video baue ich meistens schon Begleitaufgaben ein oder gebe einfach offline Fragen mit auf einem Zettel. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler schauen sich das Video an und erfüllen Aufgaben parallel dazu. Und zweitens, jetzt im Präsenzunterricht, im gemeinsamen Unterricht, hier versuche ich Wiederholungen wirklich immer nur ganz knapp zu halten. Ich habe jetzt Zeit hier für Einzelarbeiten, das heißt, ich versuche wirklich die klassische Hausübung jetzt im Unterricht zu machen. Wir arbeiten aber auch in Zweier-, Dreiergruppen an Problemstellungen, an wirklich praxisnahen, authentischen Aufgaben. Wir haben auch Zeit jetzt für Diskussionen. Wir haben Zeit jetzt, das Ganze uns in der Praxis anzuschauen. Das heißt, im Präsenzunterricht passiert ganz, ganz viel Übung, ganz, ganz viel Austausch, ganz, ganz viel Kollaboration, aber auch viel Diskussion und wir haben hier dadurch ein aktives Klassenzimmer. Nach dem ersten Jahr Flippen waren das so meine Erfahrungen. Der Start ist mühsam. Sie haben ja die Fragen vorher gesehen und zudem gibt es immer wieder technische Probleme. Da muss man mal drüber, man muss eben für seinen Workflow die richtigen Antworten finden. Ich habe aber gleich gemerkt, es gibt einen schnelleren Verlauf. Das bedeutet, jeder hat ja sein Tempo, aber in Summe sind wir schneller. In den Stunden im Präsenzunterricht, hier herrscht viel mehr Motivation. Denn viele kommen vorbereitet und haben schon Fragen, die wollen weiterkommen. Und das bedeutet, dieser Spirit, der springt da meistens über und es ist auch sehr, sehr viel Erfolg immer zu spüren, wenn ich mir selbst das aneigne. So ist zumindest meine Erfahrung. Und in Summe glaube ich, dass wir hier auch eine Kompetenzsteigerung haben. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler, die ich nun unterrichte, mehr Kompetenzen am Ende auch aufweisen. Also der Outcome ist ein höherer. Was ich schon sagen muss, gerade im ersten Jahr war die Vorbereitung enorm. Man muss sich mit dem Wasserstock auseinandersetzen. Es gibt eben viele Fragen, wo man Antworten suchen muss. Also eine intensivere Vorbereitung. Mittlerweile bin ich aber nicht mehr nur im Flipped Classroom-Bereich, das heißt dieses Umdrehen von Hausübung und Schulübung, sondern behaupte ich, dass mein Unterricht jetzt sehr lernzentriert gestaltet wird und nach dem Flipped Learning-Konzept. Das ist eine Erweiterung des Flipped Classrooms und die baut auf diese vier Punkte auf, eben auf die flexible Lernumgebung, auf eine Lernkultur, auf einen Inhalt, den wir uns genau anschauen und überlegen und auf einen Professor, auf eine Professorin, auf einen Unterrichteten, auf eine Unterrichtende, die sich wirklich als Unterstützer, Begleiter sieht und trotzdem als Wissens- und Inputgeber. Das heißt, es geht nicht mehr nur um das Umdrehen von Schulübung und Hausübung, sondern es geht vielmehr um einen lernzentrierten Ansatz, den man mit und durch neue Medien auch schaffen kann. Nach 3 Jahren des Flippens so meine Tipps, die ich gerne mitgeben möchte. Erstens, für den Start Zeit nehmen. Man muss nicht sofort alles flippen und nur Videos machen. Zweitens, die Videos müssen nicht perfekt sein. Aaron Sams hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Das ist eben einer der großen Flipped Classroom-Forcierer. Er hat gesagt, do you need it perfect or do you need it by Tuesday? Man muss den Schülerinnen und Schülern drittens ja auch mit den Videos das Arbeiten lernen. Das heißt, ich habe gerne begonnen mit einem In-Class-Flip, Flip In-Class oder In-Class-Flip, beide Bezeichnungen gibt es. Das bedeutet, die ersten Male haben wir gemeinsam versucht, wie arbeite ich denn mit einem Video? Ich sollte mir das einmal zur Gänze anschauen und so weiter und so fort. Und auch das selbstständige Arbeiten, das braucht eine Zeit. Die Videos sind auch wunderbar zu Beginn als Lernbegleiter zu verstehen. Das heißt, ich habe immer wieder Lehrkräfte, die sagen, es hat nicht funktioniert, aber die Videos mögen die Schüler und über die Videos plötzlich funktioniert irgendwann Flipped Classroom. Und mein größter Tipp: Verbündete suchen und sich austauschen. Ich habe hier auch mit dem Joe Buchner, der ist an einem Gymnasium, das heißt ein anderer Schultyp. Wir haben hier auch den Blog Flipped Classroom Austria gegründet, um hier einfach die Flipperinnen und Flipper Österreichs zu vernetzen und zu zeigen, wie einfach und vielfältig Flipped Classroom auch passieren kann. Ja, somit einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis bald am Online-Campus VPH.